Die Rechnung 2022 schließt mit einem Überschuss von fast 15 Millionen Franken ab. Dazu gibt es zwei Hauptgründe, teufere Ausgaben und Steuereinnahmen über Budget. Dazu ist festzuhalten, dass wir die Prognose während dem zweiten Lockdown haben erstellt, wo sich die Wirtschaft zum Glück wesentlich rascher hat erholt. 2022 ist prägt von weiterhin hohen Investitionen und einer Neuverschuldung von 110 Millionen Franken. Mein Fazit, der finanzpolitische Kurs mit dem Entlastungspaket stimmt. Es gibt aber keinen Grund, jetzt ausgabenseitig die Handbremse zu lösen.